Der Nutzen des Modells ist, dass die wesentlichen Fragen gestellt sind, respektive eben nichts vergessen geht. Es gibt einen großen Überblick, es ist ein Kompetenzansatz und das bedeutet aber, wenn ich das Buch von vorne nach hinten lese, heißt das nicht, es ist ein Bearbeitungsbuch, ich kann vorne beginnen und am Schluss sind alle Fragen geklärt. Sondern es geht um den ersten Überblick und erst anschließend stelle ich mir die Frage, wo kann, muss oder soll ich beginnen? Und der Rest ergibt sich dann. Also es ist wirklich ein Rahmenkonzept, das den Gesamtrahmen aufzeigt, aber es ist nicht irgendwo eine Anleitung, wo es heißt, bei A beginnst du und bei Z kommst du raus. Also es hilft, nichts zu vergessen, es hilft zu strukturieren, um eine individuelle Nachfolgelösung zu gestalten. Das ist der erste Nutzen. Und der zweite Nutzen, den sehe ich darin, dass eben die verschiedenen Fragestellungen, weil die derart miteinander verknüpft sind, eben immer die Querverlinkungen notwendig sind. Ich mache ein einfaches Beispiel. Steigt ein Kind von drei Kindern ein, steht bereits die Frage im Raum, was ist jetzt fair und gerecht, nicht nur bezüglich Bewertung, sondern auch bezüglich Preis und am Ende des Tages, wie es finanziert wird. Die Querverlinkung wäre zu Ehe Erbrecht, Bewertungsmethoden und Erwartungen, Bedürfnisse, Familienkonflikte, ja oder nein. Und diese einfache Ausgangslage, ein Kind von drei Kindern steigt ein, merken wir unmittelbar, da sind bereits verschiedene Elemente aus dem Nachfolgemodell mit involviert, aufeinander abzustimmen, um am Ende des Tages eine, ich sage jetzt mal, annehmbare, akzeptierte Lösung zu finden. Und das ist eigentlich der Nutzen. Diese Verknüpfung wird, sage ich jetzt mal, wie endlich aufgezeigt.